Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Lass gern ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Heute mache ich Resteverwertung. Leckere Kartoffelkroketten. Für die Füllung benötige ich Kartoffeln, Kohlrabi, Zwiebel, Garam Masala als Gewürz, Petersilie, Salz als Gewürz und ich nehme noch ein bisschen Schnittlauch. Das alles ist natürlich aus meinem Garten. Ich habe die Kohlrabi-Kartoffeln und Zwiebeln, die Gewürze dazu, jetzt klein geschnitten. Wenn du dir mein letztes Video angeguckt hast von meiner Parata, dann kannst du feststellen, dass das die gleiche Zubereitung ist. Wie gesagt, ich mache Resteverwertung. Es gibt aber Leute, für die das Video neu ist und die nicht wissen, wie ich die Füllung gemacht habe oder zubereitet habe. Ich habe die Zwiebeln schön goldgelb angebrutzelt. In der Zwischenzeit habe ich die Kartoffeln und die Kohlrabi weich gekocht. Kartoffeln und Kohlrabi sind jetzt weich, also so heiß. Und heiß auch. Die schwitze ich jetzt nochmal mit den Zwiebeln an, würze das, mache die Petersilie und Schnittlauch dazu und lasse das Ganze dann abkühlen. Ich habe hier meine Gewürze dazu gegeben, Garam Masala, bisschen Paprika, Salz. Oh, das duftet richtig gut durch den Garam Masala. Tolles Gewürz, immer wieder. Hier habe ich meine abgekühlte Masse. Dann habe ich Semmelmehl. Hier in die Schüssel habe ich dann eine Speisestärke-Wassermischung zubereitet. Pfanne mit heißem Öl. Die Speisestärke-Mischung habe ich relativ flüssig gemacht. Muss man sich selber ausprobieren. Man kann auch eine Mehltunke machen, wie man möchte. Ich hätte auch Ei nehmen können mit Semmelmehl, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren mit Speisestärke und Semmelmehl. Meiner fertigen Füllung habe ich noch Mehl zugegeben, weil sie mir einfach zu feucht war. Die wäre mir auseinandergefallen. So hat sie dann die richtige Bindung gehabt. Ich habe dann daraus die Kroketten geformt und in die Tunke getunkt und mit Semmelmehl ummantelt. Dabei habe ich festgestellt, dass ich eine viel zu kleine Schüssel hatte, habe dann gewechselt. Mit dem Deckel ging es dann viel besser. Übung macht den Meister. Ich bin eigentlich auch kein Fan von kleinen Muckelschüsseln. Also das war dann schon ein bisschen mit Dreck behaftet. Also naja, egal. Aus meinem restlichen Teig hatte ich dann drei Kroketten. Die haben mir absolut gereicht.
dadurch, dass die Teigmasse ja schon fertig gegart war, braucht man wirklich nur die Ummantelung kross zu braten und dann sind die fertig. Ich mag ja so krosse Sachen. Und du? Man kann es natürlich nur einmal aufmachen. Ich mache es einfach zweimal. Man kann die natürlich auch als Buletten formen oder als Bällchen. Die Form kann man machen, wie man selber möchte, individuell gestalten. Schön knusprig sehen die aus. Die leckeren Bällchen, Kroketten sind krossig. Dazu gibt es bei mir den Philadelphia Dip, also Sweet Chili Philadelphia Mousse. Mousse ist richtig lecker. Kann ich nur empfehlen. Vielen Dank für deine Zeit auf meinem Kanal. Lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da.